Soll ich nicht so noch 5 Tiere bringen? Ui. Wie viele Tiere denn? Ja, den Metzger bei mir hier im Lager. Um die eine Tasche herzustellen zu können. Muss ich 5 Tierkadaver nehmen. Schalte für quasi 3 herzustellen. Achso, ja, das habe ich schon gemacht. Ich habe dem am Anfang einfach alles gegeben. Als wir das Lager aufgebaut haben am Anfang, ne? Und gleich hingegangen, hab ich ihm alles in die Hand gedrückt. Ja, gut. Planwagen. Ja. Da ist der Zug. Ja, dann machen wir halt ein Rennen. Rennreiten. Weil ich doch vorhin erzählt habe. Ach ja, warte mal. Weil ich doch vorhin erzählt habe, dass ich den Brief da von McFarlane gefunden habe, ne? Ja. Große Fresse und dann hinterher kommen, ne? Ja. Da braucht jemand Hilfe. Warte mal. Ich habe gerade einen Wolf gekillt, der einen Passanten angefallen hat. Oder sagen wir mal so, nicht angefallen, getötet. Und dann ist er auf mich los. Ach ja, der Wolf fällt schlecht. Braucht das hier nicht die Wurzeln halten. Aber dafür kriegen wir vielleicht noch. War mir das zu langsam? Ah, da kriegen wir wenigstens ein bisschen Geld für, oder? Unser Pferd. Müsste doch. Ach, warte. Apropos Pferd, Moment. Mal gucken, ob man hier was angeln kann. Ja, das wollte ich vorhin schon fragen. Wie findest du eigentlich das Angeln? Alter, voll geil. Echt, ne? Hülten hat das ausprobiert und hat es gemacht. Und dann bin ich erst ewig nicht dazu gekommen, weil es so fasziniert war. Und das bringt. Ah, die Fische bringen teilweise richtig Kohle. Ohne Scheiß, habe ich auch gesehen. 2,50 für eine oder so. Ja, weiß ich nicht, ich meine, ja, aber Fisch war damals gefragt, weil das halt ewig die. Das war ewig der Eck, den zu fangen. Ja, das was Fisch halt auch geil wertvoll, finden, dass du wirklich halt gegenlenken musst und so. Ja, du kannst aber im Fisch dann spielen, ne? Kannst mitlenken und dann. Und wo ist jetzt hier die waffenfreie Zone? Da. Ja. Warum ist das waffenfreie Zone? Kettenrecht. Du darfst hier keine Waffen benutzen. Ach, das ist. Alter! Das ist ein Indianerdorf. Das kanntest du schon, das Indianerdorf? Ach, Indianerdorf, naja, aber ich bin woanders. Also bei mir gibt es eine andere Stelle, wo du keine Waffen nehmen kannst. Okay. Du darfst hier nicht mehr galoppieren. Echt? Ja. Naja, ich sag's mal so. Waffen sind nicht erlaubt, aber vom Schlag man die Rede. So bestimmen wir irgendwo einen Schrank mit einem Zigarettenbildchen.
Na gut, da eben nicht. So, wo kommen deine Ziele hier hin? Okay. Na, wir machen jetzt mal einen Abflug Richtung Camp. Fort Wallace war ich ja auch noch nicht. Das Camp ist manchmal echt scheiße markiert, ne? Angelst gerade. Boah, könnte ich dann eigentlich auch noch machen. Warte mal, da unten gibt es einen See. Da kann ich mich doch jetzt eigentlich mal hinstellen zum Angeln. Alter. Komm mal her jetzt. Alter. Was bist denn du? Stahlkopfforelle. 2,3 Kilo. Alter. Wo war nochmal die Angel? Gegenstandsrad, zweite Karte, also ach, Gegenstandsrad da, ja, rechts unten. Es gibt sogar irgendwo auf der Karte, unabhängig, dass du Angelköder im Gemischtwarenladen kriegst, gibt es auch einen extra Angelköderladen. Echt? Hm? Also ich finde es halt teilweise echt krass gemacht. Du kriegst gewisse Dinge im Gemischtwarenladen und hast aber nochmal einen extra Laden dafür. Mhm. Das ist wie mit diesen Amuletten. Du kannst das Amulett beim Hehler machen lassen, du kannst aber auch zum Trapper gehen. Also das ist halt dann schon irgendwie faszinierend. Ach, zum Hehler muss ich dann auch noch wegen dem Biber-Amulett. Also diesen Weißbock oder Steinbock oder wie auch immer der heißt, das Fell, das kannst du verkaufen beim Trapper. Damit kannst du nichts herstellen. Habe ich im Lager zumindest geschaut, also es wird nirgendwo benötigt. Irgendwie. Ach so, hast du aufgemacht? Okay. Wo war denn jetzt der See, sag mal? Der war da oben. Oh, ich angel immer wieder mal an unterschiedlichen Stellen mit drei verschiedenen, ja, klar, Köder, schau, was ich so rausziehe. Wobei, du musst mal gucken, bei den Herausforderungen. Bei den Fischen oder so, da musst du irgendwie drei... Was war das? Blau? Blauforellen oder irgendwas angeln? Hm. Ich hab mal wieder dezent vom Pferd geflogen. Kriegst du echt selten. Hängst halt hin. Ja, da ist das Spiel dann unten? Doch noch nicht so dynamisch. Mit L nach hinten. Nicht zu dir. Und dann einholen. Und dann, wenn er wieder jetzt los da ist, ist doch Alter. Quasi mitlenken. Ja, so, jetzt wieder hochziehen und einholen. Sollte nicht lange dauern. Kannst du zwischendrin mal locker lassen. Also es mit dem Angeln ist schon echt cool gemacht. Also im Vergleich zum ersten Teil ist es halt... Ja, das kannst du, mehr, was das du machen, kannst du doch überhaupt nicht vergleichen. Ey, das sind 8 Jahre Spielentwicklung. Sorry. Ach, das ist schon krass, ey. Und überlegst du, das okay, ist einfach nur geritten und neues Pferd und neues Pferd. Mhm. Alter, und hier, here we go. Das war nix. Okay. Schauen wir mal, was passiert. Den haben wir. Der da schon auf, ist auch gerade angeln oder was? Ja, ja.
Alter, so ein fettes Viech rausgeholt. Das war ein kleiner. Come here, you. 425 Flussbarsch. So. Nee. Käseköder. Zählt zu diesen Tierkadavern eigentlich auch Fisch? Come on. Keine Ahnung. Soll ich wieder das auswerfen? Ja, na. Viel größer, ne. Schade. Eins von drei blauen Sonnenbarsch. 652. Ah, genau, Sonnenbarsch war das. Und raus damit. Der zieht ab gerade. Ja, je dicker sie werden, desto länger dauert es, bis du reinholst, ne? Mhm. Aber groß sind sie halt nicht, ne? Ne, dieses Sonnenbarsch nicht, ne? Der Steinbarsch? Ach so, man kann immer wieder auf also Dreieck drücken, geht schneller. Da muss doch jetzt auch mal einer dabei sein, der mehr hat wie ein Kilo. Bis jetzt nur unter 1 Kilo gefangen. Echt? Ist jetzt gerade einen rausgezogen mit 2,66 Kilo. Nicht schlecht. Der wehrt sich, ey. Oh. Oh, ein Stör. Oder? Nee, ein Kettenhecht. Hm. Überleg gerade, ob es schlau wäre, vielleicht mal woanders hinzugehen zu angeln. Angelst du überhaupt mit Köder? Ja. Weil du hast immer noch 3 C-Köder von 3. Go now, I'm fishing. Got some. Den habe ich. Den habe ich vorhin gleich. Es sind hier echt nur kleine, ne? 226, ja, das wird immer weniger. Ich gehe mal woanders hin. So, und vor allem gehen wir jetzt mal Richtung Lager. Da haben wir ordentlich Fußmarsch vor uns. Oder sagen wir mal Hufmarsch. Fußmarsch. Hey, move! Was halt echt diese Variation von Spielmöglichkeiten, ne? Das macht's halt gerade irgendwie, glaube ich, so interessant. Weil du das kannst nicht halt immer raussuchen, ne? Gehst du jetzt direkt auf die normale Jagd, gehst du jetzt auf
ich sag mal, Fleischjagd, Felljagd, exotische Tiere oder gehst du angeln, gehst du pokern, ja, was ich, gehst du jetzt Domino spielen, ja. Menschen aus der Stadt irgendwie überfallen oder generell Raubzüge. Du kannst wirklich Du kannst alles viel machen. machen. Du kannst so viel. Manchmal weißt du gar nicht so, Eben, das, boah, was mache ich jetzt wenn ich überhaupt? jetzt zum Beispiel so Aufnahmen habe, wo ich sage, okay, wir haben jetzt viel Story gemacht oder so, hatte jetzt ein paar Mal, ne? So, was jetzt? Was machst du jetzt? Gehst du gleich wieder auf Story los? Ich will es halt auch nicht zu schnell durchziehen. Und dann ist es irgendwann nur noch Free Roam und es ist so. Deshalb sind auch die Folgen jetzt so ein bisschen da, wo ich mich ein bisschen mit dir unterhalte, ne? Und aber gleichzeitig noch so Zeug erledigt. Wobei ich ehrlich gesagt gerade nicht so erfolgreich bin, wie ich es mir gedacht habe. Aber das ist auch die Erfahrung im Spiel, wo ich sag, wo ist mein scheiß Hut? Da. Wo ich halt sag, oh Gott, ey, dann fährt es durch. Sehe ich gerade. Das sind meine. Ja, will ich ja gerade machen. Fotoapparat? Wo ist er denn jetzt? Fotoapparat. It's alright, girl. Handmodus, Kamera verpacken. Ich kann kein Bett. Ich muss gerade mein Pferd füttern. Sonst ist Feierabend, dass ich mitreiten. Du musst mal, wenn du die Kamera hast, auf Selbstporträt gehen und dir die Posen anschauen. Kannst du den Gesichtsausdruck ändern. Okay. Das sieht man jetzt hier nicht. Also an den Augen siehst du es dann. Ich fotografiere gerade ein bisschen gegen die Sonne. Stimmt, ich kann auch zoomen. Grinst du? Normal. Valentine. Der wird jetzt wahrscheinlich den. Aber weißt du, was wir jetzt machen können? Die wollten uns doch waschen. Wasch dich, du stinkst. Das war echt so. Ja, das ist, wenn du dieses Adlerauge machst, ne, dann siehst du das immer so richtig gut. Eine Duftwolke. Wir mal hier ein Tierkadaver. Bist halt, wenn du mit dem Pferd nach Valentine reinreitest, dann schaut halt gleich aus wie die Sau. Ohne Scheiß. Instant. Wow, ich habe auch mal ein Haus gefunden. Was? Ein Haus, wie Haus? Ja, Achso! Ein Haus, wo ich durchsuchen kann. Ja, ich bin stolz auf dich. Ach, ich kann nur Bad oder Zimmer mieten. Yes, it is. Last time I checked. I really don't need any more trouble. I didn't come to make any. I was just protecting a lady. Well, all behind us now, I suppose. So what is it you need? A bath, perhaps? Ja, ich gönn mir jetzt ein Bad. Und ich stell grad fest. Wir haben gar nicht unser Ding dabei. Nee, nee.
Hast du schon mal in einem Rockstar-Game Kinder gesehen? So, rechten Arm waschen. Achso. Das müssen wir alles selber machen. Would you like some extra help there? Luxusbad nehmen, 50 Cent. Yeah, okay. Sure. Für 50 Cent kommt eine Dame. Uiuiui. Hallo. Die schwitzt schon. You let me know if you need die schwitzt. Anything, die ist schon ganz wet. Linken Arm. Oha. Ja, ja, man ist gerade baden. If you don't mind, I ain't in much of a talking mood. Oh, I'm sorry. Just muss man zum Friseur gehen, der hat auch richtig coole Frisuren. Heul nicht rum, weil ich seinen Vater geprügelt habe. Jetzt bin ich mal gespannt, was da noch so passiert. Linkes Bein waschen. Rechtes Bein waschen. Nicht schlecht, Achtung. Und hoch die Haxe. Warum wedeln die eigentlich die ganze Zeit mit der Hand da in der Wanne rum? Also zwischendrin. Ja, also ich hab Vermutungen, aber. Ich weiß nicht, ob sie ihn unter Wasser sehr schnell wäscht. Oh. All the best. Hau rein! Fünf Stück. So, wir sind wieder frisch gestriebelt. So, bleib mal so ein halbes Stündchen mache ich noch, dann ist gut für heute. Alter, das Steak heute. Oh. Oh, richtig geil. Bleib stehen. Oh, hier rennen so viele Tiere rum. Ich kann mich nicht entscheiden, welche sich zuerst abknallt. Warum? Warum liegt der Biber und der Dachs jetzt neben uns her? Weil es verwest ist. Na ja, dann scheiß drauf. Hey, so. Mister! Hopp, du Ackergaul, komm her jetzt! Okay, calm down, where is he? Himmel, Arsch. Stell dich doch nicht voran. Das ist nur ein Wald. So, ein Kanickel. Careful, big man. Watch out! Ich habe mich gerade gewaschen, soll ich mir jetzt wieder prügeln? It was me or him. I swear. I gotta clean this room. Can you get rid of him, please? I'll give you all the money I got. Bastard started beating on me. He was a demon in human shape. You know, there's a pig pen not too far. Just dump the body in there and they'll eat him up in no time. Na dann, schnell weg mit der Leiche. Ist auch geil. Soll jetzt eine Leiche verschwinden lassen. Insta-Kill. In den Kopf. Wo ist ein Eichhörnchen? Sind die einmal um den scheiß Pferd rumgelaufen? Ah, da oben. Ah. Ich wette mit dir, die fremde Person ist nicht mehr da. Oh, jetzt war ich noch ein kleiner Tierkadaver. Did you do it? Please tell me you did it. I'm back, ain't I? Give me another drink. Thank you. Please, take it. Take all of it. Na dann. $12, mehr was? Alter. Mehr nimmt eine Nutte hier nicht ein? Scheiß. Hast du mal eine Nutte? Nee, die hat mir Geld dafür gegeben, dass ich eine Leiche verschwinden lasse.
weil die den umgebracht hat, weißt du? Das war da hier Weichhand hinterlegt. Oh, ich bin schon eine geile Sau. Massiv. Eichhörnchen, massiv. Ja, Alter. Ich glaube übrigens, dass ich nach... Gemeines Rothörnchen. Ich habe übrigens, ich stelle jetzt mal die Vermutung auf, dass ich nach Red Dead Redemption 2 einen neuen PlayStation Controller brauchen werde. Weil dann die X-Taste definitiv nicht mehr geht. Ja, also das ist schon krass, ne, mit der X... Ja. Ne, Alex? Noch da? Alex scheint weg zu sein. Oder sein Headset ist endgültig ausgegangen. Was ich fast glaube. Hey! Who's there? It's Arthur! Ich glaube, Alex sein Headset jetzt ist ausgegangen. Jetzt hat es wieder da. Ah, da ist er wieder. Ja, es ist in der Tat, es ist ausgegangen. Manchmal hat das Pferd echt Schwierigkeiten, sich anbinden zu lassen. Alter, weit weg vom Lager. Nee, aber ich glaube, wir machen hier einen Cut. Das reicht für heute. So insgesamt. Wir streichen jetzt nochmal das Pferd. Ist ja nicht die letzte Recap-Folge. Nee, wir machen zwischendrin immer mal wieder welche. Wir füttern. Striegeln. Dann ist das Pferd auch wieder sauber. Alter, what the fuck? Jetzt passiert. Willst du mich verarschen? Nö. Oh, gegen Baum gerannt. Was ist denn passiert? Ja, ich bin jetzt irgendwo lang geritten. Steh halt auf, du blöder Gaul. Du dummes Stück. Bin jetzt irgendwo... Kraft aus, ey. Mhm. Bin jetzt geritten und dann hat sich plötzlich eine Kutsche quergestellt und neben der Kutsche quer kamen noch 5 Reiter und mein Pferd hat sich jetzt verpisst und ich renne jetzt hier mit Pfeil und Bogen durch den Wald. Und das alle hinter mir her. Ja, und hab keine Ahnung, was die von mir wollen. Naja. Die sauer sind, weil ich den einen Typen verprügelt hab? Wahrscheinlich. Ich hab halt echt nur den... Wurfmesser habe ich alles. Dann gehen wir nochmal an die... Nee, nicht ans Kontrollbuch. Oh, ich drück immer falsch, ey. Weil du alles mit Viereck aufhebst und so weiter und dann da musst du auf Dreieck drücken, damit das Buch, die Kasse aufgeht. Ich weiß nicht, warum die jetzt gekommen sind. Das ja, war nicht mal Kopfgeldjäger. Vielleicht haben sie Bock drauf gehabt, weißt du? Alter, da, bei sowas rastest du aus, Alter. Nicht so viel. Typische Regel, wir runden ab. Haben wir was gegeben? $150, Alter. Was? Kopfgeld? Oder was? Du hast dein... Du hast ein legendäres Tier zurückgelassen. Alter. Such einen Healer oder Trapper, um auf die Teile zuzugreifen. Ja, leck mich am Arsch, ey. Jetzt ist mein geiles legendäres Fell auch noch weg. Alter, die Adigalo... Achso, die Adigator-Eier kriegen 2,50. Pro. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Jetzt haben wir $78 gespendet, ne? Plus nochmal... Da waren über $80, was ich jetzt reingehauen habe. Wie die Kaffeekasse. Ja nun gut, dann würde ich sagen... Ist es jetzt morgen, oder was? Schlafen wir nun mal bis Mittag, ist auch egal. Ist aber schön, dass auch im Camp dann alle pennen, ne? Mhm. Das ist schön. Gut,
Ja, dann würde ich jetzt mal mit diesen Bildern einfach sagen, wir verabschieden uns für heute Abend. Bis zum nächsten Mal. Ab morgen dann wieder normal aufnehmen. Im normalen Modus, also nur mit mir. Und nur mit, ja, mir. Nur mit mir und mir allein. Ja, morgen geht übrigens Training wieder los. Nach dreiwöchiger Abstinenz wegen Krankheit und Erkältung. Wollte ich nur mal so gesagt haben. Na, Alex. Ja, ja. Hm. Ja. In diesem Sinne wünsche ich euch noch, egal was ihr jetzt gerade macht, viel Spaß dabei. Und ja. Ich bin der Manni. Ich bin raus für heute. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ich bin auch weg. Tschüss. Ciao.